Hallo, jetzt kommen wir auf den Veloce Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an alle, die mir da ein paar Vorschläge gemacht haben. Wir haben echt einiges zusammenbekommen, was Transfermöglichkeiten angeht. Ich habe auch selber noch mal ein bisschen rumgeguckt, lass noch mal selber ein paar jüngere Leute scouten. Aber wir haben auf jeden Fall einiges zusammengekriegt. Ihr seht es ja, ich bin die Liste mal nur schnell durchgegangen. Damit werden wir uns dann im Sommer beschäftigen. In der letzten Folge haben wir ja unter anderem Goran Pandev verpflichtet, den ich dann jetzt eben auch noch mit im Kader habe. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein hier gegen Darmstadt. Es ist der Start der Rückrunde. Mal kurz gucken, wo steht denn Darmstadt? Oh, auf Platz 16, okay. Also der zweite gegen den 16. Ich hoffe, wir starten gut in die Rückrunde. Wir gucken mal. Und ja, wenn es so läuft wie in der Hinrunde, gerade nach dem etwas schlechteren Saisonstart, dann können wir hier auf jeden Fall aufsteigen. Wir gucken jetzt hier auf die Aufstellung von Werder Bremen im 5-2-3-System. Spielen sie hier zu Hause beim Rückrundenstart mit Hutter im Tor, dann Leitsch, Veljkovic, Ampadu, Da Costa, Günther, Diop, Sessa, Knauf, Füllkrug, alles wie gehabt, das ist die Stammaufstellung. Aber dann auf der linken Seite mit der Nummer 7 Schmitz, da folgt von Anfang an ran der 16-Jährige. 4-4-2-System bei Darmstadt mit Schuhen im Tor. Dann Stanjevic, Sobeich, Ronstadt, Celik, Scharke, Schnellhardt, Seidel, Kempe, Romeo und Melem. Gerade bei Werder Bremen bin ich sehr gespannt auf den jungen 16-Jährigen, der hier auch debütieren darf bei Werder Bremen. Der nächste 16-Jährige nach Hutter, der bei den Werderanern einfach mal sein Debüt in dieser Saison feiern darf. Auch Leitsch, starker Ballgewinn. Diop. Diop mit dem Pass auf Schmitz. Schmitz läuft jetzt hier, hat ein bisschen Tempo. Spielt da jetzt auf Leitsch, der mit nach vorne kam. Sessa mit dem Pass, war das Abseits? Ja. Das war eine gute Möglichkeit, aber leider kein gutes Timing beim Passspiel. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Beziehungsweise ich muss echt sagen, hier ist die Schuld eher bei Knauf zu suchen, denn der ist viel zu früh gestartet. Keine gute Übersicht vom jungen Rechtsaußen bei Werder Bremen. Da Costa auf Sessa gespielt. Sessa mit einem sehr hohen Ball, aber da wird Schmitz nicht rankommen. Doch, da, nee, doch nicht. Ronstadt hat den. Sah erst so aus, als könnte der Schmitz doch rankommen. Schuhen? Was hat er vor? Geht da sehr weit weg von seinem Strafraum einfach auch. Diop, Sessa, Schmitz, Niklas Füllkrug, Schmitz, Schmitz und der Treffer für den 16-Jährigen. Das ist ein absolutes Traumdebüt. Das absolute Traumdebüt und vielleicht das nächste Juwel auf links. Schmid, Correira, Nankishi, die sind alle komplett durchgedreht auf der Linksaußenposition. Zumindest phasenweise. Irgendwann ist es meistens abgeschwächt, beziehungsweise immer. Aber jetzt hier schöner Doppelpass und Schmitz schießt den da einfach in die Ecke rein. Die Nummer 7 von Werder Bremen, der Debütant, kommt aus der Werder Jugend, genauso wie Hutter und trifft hier gleich mal. Also was ist das für eine Erfolgsstory für Werder Bremen? Dieses Jahr sieht es sehr, sehr stark nach Aufstieg aus. Mit Hutter, ein Stammkeeper mit 16 Jahren, Schmitz jetzt hier mit 16 Jahren. In der Startelf, das ist der Wahnsinn, was Werder Bremen da aktuell aus ihrer Jugend rausholen kann. Correira ja auch aus der eigenen Jugend, nicht zu vergessen. Diop, oh, schöner Pass. Sessa, Niklas Füllkrug, aber den hat Schuhen gehalten. Trotzdem wieder schön rausgespielt von Werder Bremen, die hier die klar bessere Mannschaft sind. Günthers Ecke. Füllkrug mit dem Kopf und es steht einfach 2-0. 24. Minute, Werder Bremen hier mit dem 2-0. Das ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Auftakt hier. Darmstadt, die schon unten drin hängen, werden weiter in die Krise geschubst. Füllkrug hier starker Kopfball, konnte sich da stark durchsetzen gegen den Gegenspieler. Sehen wir das auch hier nochmal, die 24 kommt da nicht richtig zum Kopfball. Schuhen macht sich nochmal lang, hat aber keine Chance. Füllkrug, Schmitz, Füllkrug ja auch ursprünglich aus der Jugend von Werder Bremen. Also es läuft sehr, sehr stark bei den Bremern. Und Darmstadt sollte aufpassen, nicht komplett unterzugehen. Knauf. Da Costa. Sessa. Macht das super, Sessa. Schmitz mit der Hacke den nochmal rübergespielt. Schießt hier ab und macht den Treffer. Das ist unglaublich. Das erinnert so ein bisschen an Nankishi, an das Debüt von Nankishi, wo er in den ersten zwei Spielen 4 Tore gemacht hat und 2 Vorlagen. Schmitz jetzt hier auch in seinem ersten Spiel. Macht er einfach 2 Tore und das nach nicht mal 45 Minuten. Schuhen ärgert sich. Aber hier sehen wir es nochmal. Sessa, Schmitz mit der Hacke auf Günther. Der spielt den in den Strafraum und der zieht nochmal ab.
Ah, da hat Diop, glaube ich, hier die Sicht von Schuhen behindert. Da müsste man noch mal über Abseits vielleicht reden. Hier sehen wir es, Diop. Ah, da will ich Schuhen echt in Schutz nehmen. Da sieht der Torhüter immer doof aus, wenn er so zentral über ihn reingeht. Aber wenn genau vor dir jemand ist, der die Sicht versperrt, dann ist das nicht so einfach zu halten, wie es aussieht. Aber das Spiel hier ist auf jeden Fall entschieden. Es steht 3-0 Werder Bremen, die genau so weitermachen, wie sie die Hinrunde beendet haben. Zweite Halbzeit hat hier jetzt begonnen. Die erste Halbzeit hat Werder Bremen ganz easy dominiert mit 3-0. Und sind halt schon wieder im Ballbesitz, weil halt wirklich Darmstadt den Ball nicht halten kann. Und was ein Pass von Sessa. Was ein Pass von Sessa. Schmitz spielt den auf Füllkrug. Es steht 4-0. Es steht 4-0 Werder Bremen. Schmitz jetzt auch noch mit einer Vorlage. Aber der Weltklasseball hier in diese Schnittstelle von Sessa, der war so gut gespielt. Schmitz kriegt es hin auf Füllkrug. Und die beiden sind heute für die Tore verantwortlich. Also das ist ganz stark gemacht. Niklas Füllkrug, auch der Abschluss ist super. Der dreht sich auch noch nach außen so richtig schön in die Ecke rein, dass Schuhen da nicht rankommt. 4-0 Werder Bremen, also das Ding hier ist längst entschieden. Und wenn Darmstadt so weitermacht, gehen sie hier richtig unter, denn sie verlieren die Bälle immer und immer wieder leichtfertig. Nee, jetzt mal hier Seidel in die Mitte. Es wird mal gefährlich, das erste Mal, dass so richtig gefährlich wurde hier von Darmstadt. Also das ist, glaube ich, echt die gefährlichste Aktion, die sie jetzt hier in 57 Minuten hatten. Jetzt gibt es eine legendäre Einwechslung und zwar Füllkrug raus nach seinen zwei Toren und Goran Pandev darf spielen. Die nordmazedonische Legende mit 39 Jahren hier das Debüt in der zweiten Bundesliga. Ehemals Inter Mailand, Genua und Co. Und jetzt hier Knauf konnte ihn ganz leicht abfangen. Knauf macht das gut. Schmitz und Diop. Boah, Diop, Superpass. Diop mit einem Superpass, Schmitz. Der Ball wird weitergeleitet, Pandev und der Schuss von Da Costa und es steht einfach 5-0. Da hatte eben Darmstadt ja knappe 2,5 Minuten vorher, knappe 3 so ungefähr, ihre erste größte Chance. Pandev wird dann auch noch eingewechselt in der Zeit und boom, es steht 5-0 Werder Bremen. Pandev hier mit der Vorlage, vor allen Dingen aber von Diop und Schmitz hier gut gespielt. Ja, einfach überragend. Knauf war auch noch mit beteiligt. Also auch hier Pandev, ich glaube, das war sein erster Ballkontakt. Gleich mal eine Vorlage, kann man so machen. Ja, Schuhen, der kann einem nur leid tun. Bei der schwachsinnigen Abwehr da vor ihm. 5-0 Werder Bremen, also einen besseren Rückrundenauftakt kann man sich gar nicht vorstellen. Butter wird den Ball nochmal nach vorne bringen und dann dürfte auch gleich abgepfiffen werden. Ja, Werder Bremen gewinnt das, den Rückrundenauftakt, ich will aber Hinrunde sagen. Den Rückrundenauftakt mit 5-0, das ist ein Riesenstatement. Schmitz mit 2 Toren, also ein besseres Debüt mit 16 Jahren kannst du kaum haben. Ihr seht sie auch hier, 2 mickrige Chancen für Darmstadt. Werder Bremen hat sie komplett dominiert von der ersten bis zur letzten Minute. Auf jeden Fall ein geiler Sieg, Leute. Ist sehr, sehr wichtig. Schmitz wirklich auch so ein Traumdebüt, ne? Wirklich ein Traumdebüt und wir haben ein Transferangebot für Romano Schmid, für den Österreicher. Was für ein Tauschspieler wird uns denn da angeboten? Mamadou Sylla, aber warum sollte ich den haben? Ne, das wird abgelehnt, aber sowas von. Da habe ich jetzt kein Interesse dran. Wobei wir auf links auch super übertrieben übersetzt sind. Übersetzt, wie heißt das? Überbesetzt sind. Also hier Schmitz, er ist 17, nicht 16. Ich habe ganz 16 gesagt. Dann halt 17, ist ja auch nicht so alt. Wenn man überlegt, ne, wir haben echt schon einige Spieler hochziehen können. Ne? Also, Voltemade ist ja auch aus der Jugend, den habe ich aber nicht selber hochgezogen. Correira, Schmitz und Hutter. Also 3 Spieler, die auch eine gewisse Rolle spielen, die hat man schon hochgezogen. Nankishi, Voltemade, die schon aus der eigenen Jugend kam, die schon vorhanden war, spielen auch eine Rolle. Schmid auch aus der eigenen Jugend, glaube ich. Ne? Kann auch sein, dass ich mich irre. Also es ist nicht so schlecht. Ne? Wir haben schon viele junge Spieler, die hier wirklich eine Rolle spielen. Übrigens ist Pandev der Einzige, der über 30 ist. Auch interessant. Wobei man natürlich sagen muss, dass Da Costa, Kühnthorn, Füllkrug dann auch bald 30 werden und alle auch eine Rolle spielen werden in der ersten Liga. Denn ich feiere das nicht, wenn man eine Karriere hat, wo nur junge Spieler zum Einsatz kommt. Aber als Werder Bremen hat man natürlich verstärkt junge Spieler. Ist logisch. Und wir gehen jetzt hier ins Nordduell gegen Hannover. Die dürfen uns etwas mehr abverlangen als eben noch Darmstadt. Aber wir schauen mal, wie das Spiel hier ausgehen wird. Gucken wir uns einmal die Aufstellung bei Werder Bremen an, im 5-2-3-System. Es gibt auch hier und da die eine oder andere Änderung. Hutter natürlich wieder im Tor. Dann Navrocki die erste Änderung. Vekvic, Ampadu, Da Costa, Agu die nächste Änderung. Vasiliades auch mit dabei. Sessa, Knauf, Füllkrug und natürlich auch wieder Schmitz mit dabei, der 17-Jährige, nicht 16.
ist auch wieder von Anfang an mit dabei. Wenn du natürlich auch bei deinem Debüt 2 Tore reinballerst, dann ist es logisch, dass der Trainer dann auch sagt, ey, auf dich werde ich nochmal setzen. Du hast mir gefallen. Werder Bremen damit Hutter, Schmitz und Co. echt eine geile Jugend am Start. Ziele am Tor bei Hannover, das Ganze in einem 4-1-4-1-System, also mit 5 Mittelfeldspielern, 1 ZDM entsprechend. Mit Krajic, Muroja, Dem, Hult, Franke der Kapitän, Tribal, Ernst, Kerk, Musilia und Standberg. Mal gucken, was Hannover und Werder Bremen hier im verschneiten Bremen auf dem Feld zaubern können. Ernst, Franke, Standberg, Vassiliadis, Füllkrug. Niklas Füllkrug, der hat ja auch Hannover Vergangenheit. Knauf stark. Knauf. Sehr, sehr schnell hier. Knauf zieht einfach ab und macht ihn einfach rein. Was ist das für ein Treffer von Knauf? Das ist ein purer Willenstreffer. Werder Bremen, die sind so perfekt ins erste Game gestartet in der Rückrunde. Mit einem 5-0 haben sie Darmstadt wirklich hier auseinandergeschossen. Und Knauf hier einfach mal mit dem Treffer zum 1-0. Gewinnt das Laufduell auf der rechten Seite, wird da nicht gestoppt. Dann zieht er den da so rein, aber da muss man schon sagen, ein erfahrener Keeper wie Ron-Robert Zieler, der muss die kurze Ecke dicht haben. Der hätte auch stehen bleiben können und hätte den gehabt. Also ich weiß nicht, was Zieler da für einen Aussetzer hatte. Knauf wird es egal sein, 4. Tor in der 16. Partie. Der Ex-BVBler auf jeden Fall eine richtige Bereicherung für dieses Team von Werder Bremen. Und es steht 1-0 für Werder. Sessa auf Niklas Füllkrug. Der mit der Hacke weiter. Sessa. Was hier? Ja, das war ein Pass. Schmitz. Und der trifft. Der trifft einfach wieder. 2. Spiel, 3. Tor für Schmitz. Und hier muss man echt fragen, gibt es irgendwie so einen Superboost bei Werder Bremen, dass wenn man auf dem linken Flügel oder linkes Mittelfeld debütiert, dass man die ersten 5 Spiele komplett am Durchdrehen ist? Das ist doch nicht normal, was die da für einen Talentpool haben. Romano Schmid, bis er sich sehr schwer verletzte. Nankishi ist komplett durchgedreht. Correira, Schmitz. Also, wenn du der Trainer bist, du weißt ja gar nicht, wen du da aufstellen sollst. Das ist der Wahnsinn. 2-0 Werder Bremen. Und die haben da anscheinend wirklich ein super Talent hochgezogen mit Schmitz. Zumindest zeigt der erste super Anzeichen. Und da Costa mit einem super Zweikampf. Alles super gerade bei Werder. Der Ball war super gespielt. Hutter kam da raus, die Flanke ist gut und der Ball ist drin. Ja, hätte Hutter vielleicht im Tor bleiben sollen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ernst hier mit dem Ausgleich. Werder Bremen muss hier das Gegentor schlucken. Haben sie gut gemacht, die Hannoveraner, hier mal so ein bisschen ein Ausrufezeichen zu setzen, nochmal hier zurückzukommen, das ist wichtig. Hier sehen wir, Hutter kommt raus, wollte den Schuss eben schwer machen, dann kommt aber die Flanke an, Padu kann den Ball nicht gewinnen, den Zweikampf. Und so steht sie eben 2-1, Ernst, 22 Minuten, wir haben 3 Tore gesehen, also langweilig wird uns hier nicht. Hutter. Ampadu mit einem weiten Seitenwechsel, der überhaupt nicht gut ging. Also das war eine ganz schlechte Phase. Oh, und jetzt auch noch die Grätsche Ampadu. Wir gucken mal, was sagt der Referee. Und es gibt die rote Karte. Also das war ein Fehler mit schwerwiegenden Folgen von Ampadu. Den Seitenwechsel nicht richtig hinbekommen. Dann muss er da versuchen zu klären und dann gibt es hier die rote Karte. Und dann trifft er halt nur den Mann und der Referee sagt, du bist der letzte Mann, sonst ist es eine hundertprozentige Chance. Du bist raus und jetzt gibt es hier eine gefährliche Standardsituation für Kerk. Das wäre natürlich bitter, wenn sie jetzt komplett ausgleichen können für Werder Bremen, aber der Ball ist rüber. Aber das wird jetzt verdammt schwer für die Werderaner. Ecke Werder Bremen. Sessa. Füllko kommt nicht ran. Oh, Vassiliadis, super. Vassiliadis. Zieht einfach mal ab und was ein Treffer von Vassiliadis! Was ein Ding! Der Grieche spielt gerade in der Innenverteidigung nach der roten Karte von Ampadu. Und was ist das aber für ein Ding hier? Also das sehen wir uns von jeder Perspektive nochmal an. Das sind gute 20 Meter plus, die er da einfach mal Maß nimmt. Und der Ball, den macht er sowas von perfekt rein. Ron-Robert Zieler hat da keine Chance. Werder Bremen führt jetzt 3-1. Veloche kann sich mehr als genug freuen. Und vielleicht die Vorentscheidung, aber natürlich in Unterzahl ist vieles möglich für Hannover.
die jetzt natürlich aber Gas geben müssen. Oh, Hannover hier, das war ein super Pass. Starnberg, die Grätsche von Vassilas, ist das die zweite Rote? Ist das die zweite Rote? Ist es die zweite Rote? Werder Bremen mit zweimal Rot. Vassilas, der eine Innenverteidigung spielte, weil eben Ampadu raus ist. Und einfach zweimal Rot hier für Werder Bremen. Die hier sehr, sehr hart ins Gericht gehen mit dem Gegner. Und das ist hart. Das ist hart, aber mehr als verdient die rote Karte. Es steht zwar 3-1, aber es wird Probleme in der zweiten Halbzeit geben für Werder. Und es könnte jetzt hier tatsächlich schon, ja, der Anschlusstreffer erfolgen. Das ist jetzt natürlich eine Komplettkatastrophe. Du nimmst dir die zweite rote Karte, beziehungsweise du kriegst die zweite rote Karte. Und jetzt trifft dein Gegner auch noch zum 3-2. Da kannst du ja fast nur noch eine Devise geben. Und das heißt verteidigen, verteidigen, verteidigen für Werder Bremen. Denn das wird super schwierig. Super Flanke, super gelöst, super Kopfball. Ich habe vorhin bei Werder gesagt, einmal alles super wie Werder. Das war alles gut wie Hannover. Die natürlich jetzt eine riesen Chance haben, das Spiel hier zu gewinnen. Mit zwei Mann mehr. Hutter macht sich lang, hat aber keine Chance ranzukommen. Es wird auf jeden Fall interessant, was Werder Bremen jetzt hier noch antworten kann oder überhaupt noch zeigen kann. Und jetzt wird die Partie unterbrochen. Niklas Füllkrug liegt auf dem Boden verletzt. Das ist das Schlimmste, was Werder jetzt passieren könnte. Niklas Füllkrug liegt verletzt auf dem Boden. Und er muss jetzt wahrscheinlich ausgewechselt werden. Das ist eine Katastrophe, Leute. Jetzt muss auch noch Füllkrug raus. Ihr seht, ich spiele komplett defensiv. Und ich hatte Pandev schon eingewechselt in der ersten Halbzeit. Da wird jetzt Romano Schmid mal reingehen. Ich werde ihn aber eher als hängende Spitze jetzt agieren lassen. Oder machen wir sogar ZOM, dann ist er noch defensiver. Aber das ist eine Katastrophe. Ich werde mich jetzt verteidigen bis zur letzten Minute, solange es geht. Aber das ist eine Katastrophe, dass jetzt Füllkrug verletzt. Hier sehen wir das Ganze mal. Boah. Okay, das war auch eine extreme Situation, wie Füllkrug sich da verletzt hat. Schmid kommt jetzt rein. Ja, das ist für Werder Bremen ein extremst bitteres Spiel. Und vorne ist jetzt kein Mensch mehr. Navrocki, einfach nur weg damit. Einfach nur weg mit der Pille. Oh, hoher Ball. Das ist das Beste, was Werder Bremen passieren kann. Hutter klatscht den auch einfach weg. So weit weg wie möglich, denkt sich Werder Bremen, so viel Zeit wie möglich rausholen. Ernst wieder am Ball. Hat viel Spielanteile jetzt natürlich auf dem Weg nach vorne. Jetzt versuchen sie das Spiel ein bisschen breiter zu machen. Da Costa kommt nicht richtig in den Zweikampf. Da Costa kam wieder nicht in den Zweikampf. Jetzt hier im Strafraum Hannover. Boah, der Ball war sehr schlecht gespielt, aber hinten sind natürlich nur Hannoveraner, weil Werder Bremen hinten steht. Die haben sich komplett eingekesselt. Und jetzt hier die Chance. Veljkovic war dazwischen. Wichtig. Schmitz und weg mit der Pille. Das macht Werder Bremen schon die letzten, ja, eigentlich seit der zweiten roten Karte und seit der Verletzung von Niklas Füllkrug. Nur seitdem ist nicht mal mehr ein Anspielpartner vorne. Jetzt wieder Hannover. Was haben sie vor? Werder Bremen steht sehr, sehr weit, sehr, sehr tief drin. Ein langer, hoher, interessanter Ball. Kommt der an oder nicht? Der kommt an. Das könnte gefährlich werden, aber Hutter klärt den Ball erstmal und es gibt Eckball Hannover. 6 Minuten muss Werder Bremen das noch überstehen. Das wären ganz, ganz wichtige 3 Punkte hier, die man sich dann echt erkämpft hätte. Und jetzt hier die Ecke. Und Hutter war dazwischen, ganz stark. Agu weg mit der Pille. Es bleibt aber gefährlich. Oh, Foulspiel. Aber es geht weiter. Vorteil Hannover. Vorteil Hannover. Der Schuss. Hutter hat ihn. Wichtig. Lange natürlich den Ball halten, solange es geht. Und dann weg mit der Pille. Und dann alles und jeder ab nach hinten. Jeder und alles ab nach hinten. Es ist nicht mehr viel Zeit zu spielen. Es ist nicht mehr viel Zeit zu spielen. Schmidt mit einer schönen Grätsche. Oh, Leitsch. Und weg mit der Pille. Das ist jetzt Kampfesfußball. Werder Bremen verteidigt mit sonst was. Und die sind auch alle schlapp. Die sind alle K.O., die Bremer. Die haben alle keine Energie mehr. Es gibt nicht mehr viel Nachspielzeit, oder? Jetzt hier nochmal eine Chance. Standberg. Nochmal eine Riesenchance. Hannover. Es war abseits. Es war abseits. Es war abseits. Und es ist nicht mehr viel zu spielen. Es gibt nochmal einen Wechsel. Und jetzt Werder Bremen spielt es kurz. Hutter. Oh, was war das denn? Okay, aber das Spiel ist beendet. Werder Bremen verteidigt sich dieses 3-2 mit 2 roten Karten, mit der Verletzung von Niklas Füllkrug, damit kein Anspielpartner mehr vorne. Verteidigt Werder Bremen dieses 3-2 mit purem Kampfeswille. Also, Wahnsinn.
das waren mit die schwerst erkämpftesten Punkte, Leute. Also wirklich, wenn man guckt, wir sind seit der roten Karte, was hier, ja, das sind ja hier 45. Minute, das war die zweite. Seit der zweiten roten Karte, also seit Anfang der zweiten Halbzeit, habe ich nur noch verteidigt. Und wir haben es irgendwie geschafft zu gewinnen. Irgendwie haben wir es echt geschafft. Man sieht auch hier Ballbesitz am Ende. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Ballbesitz in jedem Mannschaftsteilen und danach, gerade gegen Ende, ich habe den Ball nur noch nach vorne geklatscht und Hannover mit 71% Ballbesitz. Aber wir haben das Ding verteidigt. Jetzt die Frage, wie lange fällt Füllkrug aus? Weil er ist die Garantie für den Aufstieg, muss man sagen. Schock. Niklas Füllkrug fällt 7 Monate aus. 7. 7 Monate fällt Niklas Füllkrug aus. Alter. Ihr müsst euch das mal geben. Der Mann hat in 19 Spielen 21 Tore. Er ist halt immer oft verletzt, ne? Und jetzt fällt er einfach aus für den Rest der Saison. 7 verdammte Monate. Das einzig Gute ist, dass wir jetzt noch das Transferfenster offen haben. Ihr habt mir ja schon ein paar Leute geschrieben, die man holen könnte. Wir haben natürlich Goran Pandev geholt, ja. Andererseits ist er natürlich auch nur ein Backup. Und jetzt muss man echt gucken, holt man sich Zirkse. Ich würde mir am liebsten hier, wie hieß der, Moreno holen, aber der will ja nie. Alte Schwede, da muss ich echt mal gucken. Aber das mache ich in der nächsten Folge, Leute. In der nächsten Folge werde ich mal gucken, dass ich einen Ersatz finde. Ihr braucht mir keine Vorschläge reinschreiben. Ich weiß, das macht ihr immer gerne. Ihr habt auch immer tolle Ideen. Aber ich werde die nächste Folge auch bald aufnehmen. Also noch am gleichen Tag. Da werde ich eure Vorschläge gleich mehr lesen können. Deswegen muss ich selber handeln. Ich gucke ein bisschen rum, was ich machen kann. Wer ist da verfügbar, wer nicht. Immer noch alles zu guten Konditionen, weil ich will keinen verrückten Move machen. Auch wenn wir 30 Millionen Budget haben und ja allein an Transfers 38 Millionen eingenommen haben und nur 13 Millionen ausgegeben haben. Das heißt, ein bisschen Spielraum wäre da. Aber ich guck mal, ich versuche jemanden zu holen, der auch schon in der ersten Liga vielleicht helfen kann. Die Verletzung von Füllkrug kann aber die komplette Saison verändern. Das muss man einfach so sagen. Das kann die komplette Saison verändern. Denn der Mann hat einfach mehr Tore als Spiele gemacht. Plus 4 Vorlagen. 25 Scorer in 20 Spielen fallen jetzt einfach mal weg. Ja. Wir schauen mal, wie wir das geregelt kriegen. Euer Veloce meldet sich leider mit diesen schlechten Nachrichten ab. Wir gucken natürlich noch mal kurz auf die Tabelle, das vergesse ich jetzt schon fast. Wir sind 10 Punkte hinter Hamburg, also selbst die sind theoretisch machbar. 3 vor Nürnberg und ganze 5 vor Paderborn. Ey, es läuft alles so steil Richtung Aufstieg und dann verletzt sich jetzt Füllkrug, ne? Das kann echt dafür sorgen, dass wir nicht aufsteigen, aber das wäre der Horror. Wir müssen trotzdem aufsteigen. Woltemade, Pandev, die müssen es zeigen jetzt, ne? Mal gucken, wem ich hole. Ich melde mich, wie eben schon gesagt, ab und bye bye.